Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Free Dweast Ultimate. Und wer dabei ist, ist Martin. Sonst ist keiner hier und. Ja, ist ja immer leer. Wie man da sieht auf Tab, sieht man ja keine anderen Leute. Nee. Ja. Und ja, und wie man bei meinem Screen ein bisschen sieht, sieht es ein bisschen anders aus, ein bisschen. Also, diese ganzen Blocks sind anders, sind immer noch so, aber die Sicht her von weit weg sieht so aus, als ob es so neblig aussieht. So. Und ja. Neblig? Hast du bei dir erinnert, dass von der Stelle so wie? Ja, so. Huch. Ja, ich hab mir bei erweitertes OpenGL, glaube ich. Oder war das? Ich weiß es jetzt nicht. Nee, das war, glaube ich, bei Fog, da war habe ich das auf Fancy eingestellt. Und dann war das hier, ist hier so neblig. Ja, den Fog schloss ich ja immer aus. Der macht Probleme im Keller. Das sind wir ja auch bei dir aus. Weil das sind ja die gleichen Dateien. Also, oder? Dass die Dateien auch wieder angeschaltet werden. So. Wir waren in der letzten Folge, sind wir gerade, von meiner Seite aus war ich gerade dabei, die neuen Pipes sozusagen herzustellen, die Energy Conduct, die, ja, ich hab jetzt ein Conduct Pipe, jetzt haben wir hier diese Energy Conduct, halt empty. Jetzt benötigen die noch ein ganz bestimmtes Mittel, aber das ist ein Locking, Matrix Programm. Was kann ich denn damit machen? Keine Ahnung, haben wir den noch nicht auseinandersetzt. Da haben wir das schon Redstone. Kann ich das rüberziehen? Ich. So. Oh, den ist schon wieder leer. Ich hab zwischen Aufnahmen sozusagen schon mal die Energie nachgeschmissen. Okay, Kuhspell. Du nimmst jetzt mal das Redstone bitte. Ach, der Magnetuschbild hat jetzt das Wetzeln hier drin, guck. Und den siehst du jetzt, dass er das Wetzeln zum Mathe. Das Wetzeln. Ja, das müsste gleich nochmal kommen. Ja, hier, bupp. Jetzt stellt er nach und nach uns die neuen Pipes her. Ach so. Die diese Tänzen hier ersetzen werden. Okay. Dieser werde ich mich ja den nächsten Fall jetzt mal kümmern, dass wir nämlich jetzt hier nicht mehr die Lava hin, zurück schleppen müssen. Wir werden immer noch mit den Magnet-Menschen arbeiten, sozusagen fürs Erste. Na, wir werden uns wohl eine Pumpe jetzt bauen. Auch noch. Es geht hier schon ein bisschen Lava weg hier, ne? Ja. Was? Das hier, das meine ich hier. Die Magnet-Menschen, denen bindet die Lava zum Energie produzieren. So. Und das werden vielleicht durch eine Pumpe ersetzen, dass ich nicht immer hier so diesen Tank stehen habe. Und dafür würde ich auch die anderen Räumlichkeiten jetzt erstmal also auch angehen. Weil da wird auch das Haus weiter angehen. Ich glaube, als nächstes setze ich mich aber jetzt erstmal hier. Oh ne, come on. So. Dann bauen wir Was ist? Was ist denn das denn, ey? Diese Blocks sind ja richtig wie in normalen Minecraft. Der Quader hat keine Textur. Aber ab. Kann man aber nicht abbauen irgendwie. Aber doch ein bisschen schon. Aber ich glaube, da braucht man eine Diamantspitzhacke, oder? Ja, Diamant. Ja, der Quader. Hast du jemals von Stargate mal das gehört? Oder? Okay, die Laboratorie ist auf jeden Fall versiegt. Ja, ich meine, weil an sich kommt da auch das Quader vor. Ja, der nächste Lavateich, also nicht nach vorne springen. Oder willst du ein heißes Bad nehmen? 1-2 Grad ich goldenen, warm. Wenn ich goldenen Apfel hab, also goldenen Apfel gegessen hab, dann ja. Oder die Quantum Suit an hast. Oh, ich höre schon hier irgendwo ein Zombie. Ja, stimmt. Mein Internet ist immer noch so ein bisschen schlecht. Aua. Müsste nicht vielleicht überlegen, dass du von LAN, ich meine von Wi-Fi runtersteigst, wenn es bei dir immer Probleme gibt.
meine, man sicherste Jagdteil hinten und dann Rechner eine LAN-Karte drin. Ja. Der Rechner hinten hat der auch noch einen Anschluss für ein LAN-Kabel. Ja, das hat das auch. Ja, ich weiß, das hat eh das Mainboard. Wäre nicht bei mir eigentlich was Neues dafür holen musste. Weil ich muss dann, bei mir passt keine LAN-Karte mehr rein. Die LAN-Karte liegt hinter mir. Weil an sich brauchte ich eine Netzwerkkarte, weil der LAN-Controller des Mainboards kaputt. Okay. Okay. Und ich dachte, das Teil da. Und an sich, bei uns ist es ja auch hier Wohnzimmer. Du weißt ja, wie es ja hier wohntechnisch aussieht. Bei dem wäre es ja noch blöder, ein LAN-Kabel zu ziehen. Weil das ist ja seit dem Wohnzimmer steht bei euch, der Router. Community Media, oder? Ja. Und in den müsst ihr das LAN-Kabel ja theoretisch rein. Was da ist, wo wir uns mal beschwert hatten, dass es ein Problem an sich halt gibt. Haben sie uns so einen Booster geschickt, das ist an sich. Ja, das will er nur boosten soll von seiner Reichweite. Und den kann ich Lost beim Team Spirit Oizaki, was denn was sagt denn Oizaki nicht wieder? Da hat den Lost, beim anderen aber nicht. Und ich bin halt. Mit dieser Sticker hat auch die Funktion ein LAN-Kabel anzuschließen. Und an den hänge ich sozusagen. Der ist einmal sozusagen im Wohnzimmer an der Hauptsteckdose dort. Und ist halt mit dem Router verbunden. Und einmal hockt der hier in mein Zimmer. Damit laufe ich eigentlich. Ich bin denn noch über die LAN-Kabel verbunden. In Kiste. So. Bei mir würde ich auch so eine Energieleitung haben wie bei dir, Martin. Aber ich kenne mich ja nicht mit so mit Technikern aus. So. Was meinst du denn? Energieleitung? Ja, die Leitung da unten, die du doch hast. Ich weiß manchmal nicht, wie man die da zusammen macht. Also ich meine, wie die dann funktioniert, er gesagt. Die hier, diese Internet-100, kommen eh weg. Die werden ersetzt. Wenn die zu viel Energie drin haben, platzen sie. Und ich weiß, dass ich da ein bisschen ein Wort habe. Schon wieder. Weil die kommen ja selber auch noch weg, die Leitung. Es ist ja eigentlich auch so, dass es eigentlich der Bereich hier an sich unter den Haus hier, dann wird es ja eh sozusagen der Gemeinschaftspreis, solange bis der Teller kommt. Mhm. Oder wir lassen es vielleicht schon mit dem Teller, weil es ein bisschen vielleicht ausatmen könnte. Für Let's Play-technisch auch sozusagen. Hast ein bisschen Holz irgendwie da noch unten noch platziert. Weiß, hab's bemerkt. Ich muss das später weg. Muss er dann das weg. Connected. Noch was. Ein bisschen da was platziert. Oizaki. Steht wieder. Okay. Schon kommst du. Alter, der hat ja einen riesen Kopf, ey. Was kann der denn alles wissen, der Zombie? Was hat der viel Wissen drin? Okay. Hopp. Oder ich glaube, das wird vielleicht schon noch minimal nur noch größer. Dass es jetzt nicht nur bei dem Bereich bleibt hier unter dem Haus. Oder teilweise noch für euch, wenn ihr was benötigen. Oder vielleicht nach dem Let's Play wird es auch noch ein bisschen was verändern für die, den Weltenabteil oder geben. Und wie sieht's bei dir aus? Für die 10 Vollen oder wie? Wird dein Haus immer mal größer oder bleibt es bei deiner kleinen Bude? Wer weiß, vielleicht verbessere ich vielleicht noch. Also ich meine, vielleicht verändere ich noch was. So gesagt. Und vergrößert er nicht der Fall oder wie? Na doch, vergrößert vielleicht schon. Den Keller vielleicht noch vergrößern. Und so. Keller die Verbindungstunnel einplanen. Ja. Ja, das warst du, okay. Weil an sich wird es ja dann bald den Verbindungstunnel ja auch wieder geben, wo du dann mal gucken musst, sozusagen, wie du deinen Eingang baust. Ja, ich weiß, da geht's ein bisschen runter. Willst du vorspringen? Oder eher nicht? Ein ganz kleiner Moment. Warte, ich leg meine ganzen Sachen hier hin. Der Tisch wieder voll? Nein. Ups.
Okay, ich tue jetzt springen. So. 1, 2, 3. Eins, zwei, ups. Ist das denn? Okay. Ich habe meine Sachen da getroppt. Ja, deine Rüstung hast du vergessen, oder wie? Oh. Du weißt schon, dass hinter dir dran der Marder ist. Oh. Ach, die bleiben doch stehen. Zu faul. Scheiße. Zu vergessen. Lasst mal, lasst. Hey, Slette, schießt! Schießt! Ja, schießt! Macht weiter! Creeper, komm! Komm näher! Nein, schießt euch jetzt nicht gegenseitig ab! Ja, doch, wäre cool, wenn die sich gegenseitig abschießen, dann Nein, haben die erstmal. Das sollen sie nicht! Oh Mann. Könntest du dich vielleicht um den Zombie kümmern? Oder gleich, vielleicht. Ja, ich bin gerade. Ups, oh oh. Ah, Feuerschleim. Wer sich vielleicht auskennt, weil an sich, wenn ein Creeper, Server, leck mich Ja. hier kurz, hallo? Hier sind Schleime. Feuerschleime. Oh, warte mal. I'm Da ist coming. Party. Geh einfach mal durch. Ey, ihr scheiß Monsters, ihr seid nicht eingeladen. Schade, es wurde nichts draus. Martin, wir haben hier ein bisschen Gesellschaft, ne? Ja, Ein bisschen. im Holzhaus. Hier. Weil eigentlich habe ich versucht, sozusagen den Creeper von den Skeletten umspringen zu lassen. War eigentlich der Versuch. Weil weißt du, was eigentlich passiert, wenn ein Skeletten den Creeper tötet? Ja. Das ist wohl eine Chance, dass er eine Schallplatte droppt. Ja. Oh. Jetzt habe ich ein halbes Herz. Oh. Ach, schlag dieses Vieh. So. Das kann man ja wirklich mal lassen. Ich muss mal zurück zu meiner Rüstung. Heavy! Dein Oh, ach Schaden. so. Ah, oh, Gott. Ey, das war nicht so weit unten jetzt. Also jetzt über. So viel Herzen kann ich doch nicht finden. Ach, das habe ich auch nicht beachtet. Ach, da. Ja, das gibt Ich den gehe jetzt ein. leichten Weg runter. Ja. Ja, apropos das Loch. Da ist ja. Ey, zwei Herzen, das ist doch nicht normal. Das Scheiße. Portal. Auf der anderen Seite das Portal im Verarbeitungsraum. Jetzt mal diesen Boden endlich machen hier. Wo? Im Verarbeitungsraum. Eine Etage Wo ist drunter. denn Das ist, wo die Maschinen stehen. Der Ach Verarbeitungsraum so. für alle Erze aktuell. Was ja auch Eisen betrifft aktuell. Hier. Nein, die Tiefe muss ich auch mal mehrere basteln von der Ender Pouch. Ja, vielleicht auch was noch ein paar rein, die jetzt nicht in die Totallisten gehört. Oh, ist ein bisschen dunkel. Bisschen dunkel hier. Würde ich das Haus mal hier mal so, dass nicht mehr die Viecher mein Haus rumlaufen. Vorne beim Beet würde ja noch eine Tür fehlen, dann kommen da keine Viecher mehr rein. Und Glas dafür das Haus ja nicht kriegen da vorne. Wow, ich hab nicht mal was.
von den Rüstungen bekommen. Toll, jetzt habe ich die verloren. Kann Feuer machen, ich sehe nichts. Und wie ist da unten mit Fock? Andere Richtung. Dreh dich mal. Die zu der Wand. Nicht zu der, zu der anderen. Zu der schmaleren Wand. Nach Norden oder hier? Ah. Oh. Nach Osten. Jetzt ist es 3 Osten. Du läufst dir weg von deinem Sprungort. Also wenn ich wieder hier hingehe. Oh, da ist es wieder dunkler. Ah, okay. Ja, aber wenn ich wieder ein bisschen hier hingehe, dann wird's. Da war was. Oh, hier. Ich hab den Speedrun bis hier oben hingesehen. So, ich trage dann wieder aus. Da habe ich wieder so fast 10 Minuten, okay. Bitte. Die Mitte des Hauses wird eh am lustigsten hier wohl. Soll das hinten an den Stunden drumherum steht neben? Hinten nicht, hinten nicht. Wieder voll mit Stein. Ja, Google Chrome. Ich weiß, dass der schon streamt. Alter, ja, Fischkopf spielt gleich. Alter, Google Chrome meldet sich auch mal jetzt öfters anscheinend. So. Ich meine, das alles, das hier so den Baum von ist. Ja, das mal kurz. Okay. An sich stürzt dann nur hier diesen. Wenn hier lang geht. Fläche ist ja schon fast vollständig für morgen. Ja, mal ein bisschen gucken, was hier so ein bisschen mehr Kissen da so sind. Ne, es werden aber noch viele mehr Kissen anscheinend wieder natürlich überlassen, ja nicht nur die Kisten, wo die Turtle ja so ein Erblehen soll, die ja ziemlich voll sind. Oder die Tray. Vielleicht wird es auch bald sozusagen ersetzt durch was anderes. Ich bin mal, ich glaube am Peterplatz, aber glaube ich eher so groß. Ich meine, das hält. Nur mal gespannt, ob der vielleicht endlich auch nochmal einen Stockwerk hinten dran haut. Sozusagen. Okay. Hier so müsste anscheinend auch noch teilweise der Berg terraformt werden. Was das Haus hier noch heute so sehen ist. Oder den Liter so lassen an der Seite. Weil das Haus hier wird ja wohl so 2- bis 3-etagig selber. Die Hütte hier. Schon ein bisschen was, oder? Ja. Aber ist ja noch klein. Da ist schon größere.
Na gut. Soweit hier ist viel geändert, also naja. Ja gut. Ich würde mal sagen, mit der Folge hoffen, dass. Ja gut, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und haut rein und tschüss. Das wird schon beendet. Ja, ich hab's beendet. Ja, das wollte ich noch einhauen. Ich höre immer die ganze Zeit dieses Ding, Ding, Ding. Das ist der Frank. Schwein der Fortune, der das immer einsammelt. Ach so. Aber dann, auch von meiner Seite aus jetzt. Tschüss.